Hallo, wieder mal aus Claudias Saftladen. Ja, jetzt sitze ich da am Pfingstwochenende bei mir im Geschäft. Na, ganz komisch. Was ist denn das für eine? Aber das ist halt so. Ich habe heute einen freien Tag und mache halt das, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist, dass ich bei mir im Geschäft drinnen stehe und wieder mal alles umrahme und einrahme. Und ja, es taugt mir auch einfach, gell? Und das kann ich dann mit so einer Ruhe machen. Und das ist richtig meditativ für mich. Und so bei dieser Meditation in meiner Arbeit habe ich mir gedacht, es ist jetzt wirklich Zeit, nach dieser wilden Zeit, ja, die jetzt zwar noch nicht ganz vorbei ist, aber die wildeste Zeit haben wir jetzt hinter uns gebracht, Danke zu sagen. Ja? Danke an dich. Danke an dich als mein Kunde, ja, meine Kundin, meine Freunde, meine Bekannten, die ganz die letzten Wochen ganz, ganz bewusst zu mir gekommen sind, um einzukaufen. Ja? Oder die bestellt haben und dieses Lieferservice da angenommen haben. Bewusst deshalb, weil sie einfach wollt, dass der Laden weitergeht. Ja? Und ja, viele haben einfach auch mir das auch so gesagt, dass sie sagen, Ma, ich komme jetzt nur viel öfter zu dir, weil wir wollen ja, dass das weitergeht und überhaupt wollen wir viel mehr regional einkaufen und da merkt man schon, dass was passiert ist. Ja, es ist die Leute sind vielleicht daheim gesessen, haben das also mitgekriegt, wie es jetzt der Wirtschaft geht, wie es den österreichischen Unternehmen geht, dass das wirklich auf Existenzen geht und dass wir halt alle keine so Rücklagen jemals aufbauen hätten können, um solche Situationen alleine zu tragen, ja. Und ja, und darum finde ich, ist es wirklich an der Zeit, Danke zum sagen. Also danke dafür, dass du dich bewusst entschieden hast, zu mir zu kommen, zu meinen Unternehmerkolleginnen und Kollegen und bewusst eingekauft hast. Und ich bin jetzt seit kurzem, aber das habt ihr glaube ich schon mitgekriegt, bei so einer Initiative dabei, die heißt Danke, Denke Österreich, wo es eben genau um das geht, um diese Wertschätzung unseren Kunden gegenüber, dass sie daran denken, in Österreich einzukaufen, wo wir uns auch damit bedanken können. Also wo wir Unternehmen mit einem kleinen Dankeschön Danke sagen. Und mein kleines Dankeschön, das ich da für euch habe, ist von Danke, Denke Österreich. Ob ein Einkauf von 50 Euro, schenke ich euch einen ganz lieben Danke, Denke Schlüsselanhänger aus Zirbe. Ja? Dass sie da ein bisschen Symbolkraft haben. Häng den an deinen Schlüsselanhänger dran. Du bist ein Teil des Ganzen. Ja? Du bist ein Teil davon, dass es wieder weitergehen kann. Dass das ganze System weiterläuft. Ja? Produzenten können produzieren, der Handel kann verkaufen, du hast ein gutes heimisches, regionales Produkt. Es werden Steuern bezahlt, damit das Sozialsystem dadurch erhalten bleiben kann, gell? Wo jetzt viel darauf angewiesen sind, dass dieses Sozialsystem auch funktioniert. Ja? Nicht nur, dass jetzt das Bildungssystem, das Wirtschaftssystem, das ganz egal, welche Systeme dass dieser Staat eben hat, dass die funktionieren. Es geht um das gesamte Soziale, gell? Also auch unsere Gesundheit. Ja? Es ist ja jetzt das große Thema. Wir können uns aber diese Gesundheit auch nur dann leisten, wenn dieses komplette System gespeist wird von Steuereinnahmen, von Unternehmen, die diese Steuereinnahmen bringen. Und diese Unternehmen, die sitzen in Österreich. Ja? Und ihr seid diejenigen, die das mitentscheiden, ja? Ob wir das gut am Laufen halten können. Und dafür muss ich sagen, ist dieses Symbol für die ganz, ganz toll, finde ich auch. Und von mir wirklich, oder von uns Unternehmen, also es sind da einige Unternehmen dabei, die eben da auch diese Wertschätzung den Kunden gegenüber bringen wollen. Und wo man eben sagen, danke. Danke, dass ihr daran denkt und auch, dass ihr auch weiterhin daran denkt, dass das Ganze nur im Gemeinsamen und im Zusammenhalt funktionieren kann. Und ja, ich freue mich, wenn ihr euch wieder seht. Ich freue mich, wenn ich euch so einen Anhänger schenken darf. Und habe auch schon ein paar verschenkt. Und dann
Das taugt mir jetzt natürlich voll, wenn es mir ihr vielleicht wer schon so einen hat. Unten bei den Kommentaren dann so ein Büdel von dem auch noch hinterlassen. Das war total super. Ja, und ich hoffe, es habt ihr Gaudi auch damit. Und danke nochmal. Ja, und ich bin heute noch ein bisschen im Geschäft, mache noch meine Sachen in Ruhe und gönne mir jetzt eine gute Tafel Schokolade. Und ich kann mich gar nicht recht entscheiden, weil das Regal ist schon wieder voll. Aber ich glaube, ich werde heute ein bisschen farblich abstimmen. Passt ja, oder? Amarena Kirsch. Also, ich wünsche euch nur ein ganz schönes Wochenende und wir sehen uns und ich freue mich. Danke, gell? Ciao.